Netflix hat mehr als 130 Millionen Abonnenten in über 190 Ländern. Das Unternehmen ist unglaublich erfolgreich und könnte bald pleite sein. Also ist jetzt kein Spruch oder so, es steuert wirklich alles gerade auf so eine Alles-oder-Nicht-Situation hin. Bevor ihr sagt, Raik, Netflix ist so beliebt und hat so ein starkes Angebot, was soll es da bitte für ein Risiko geben? Bevor ihr mir das alles an den Kopf werft, müssen wir mal über das Filmgeschäft an sich reden und woher Netflix unter anderem seine Inhalte bekommt. Es kommen jedes Jahr unglaublich viele neue Filme raus, aber ein großer Teil davon stammt von nur 6 Filmstudios, den sogenannten Big Six. Universal, Warner Brothers, Paramount, Sony Pictures, Walt Disney und 20th Century Fox. Diese Studios sorgen für die weltweit bekanntesten Filmreihen wie Jurassic Park und Fast and the Furious, DC Comics und Harry Potter, Mission Impossible und Transformers, Resident Evil und die Dan Brown Da Vinci Code Reihe, die Star Wars Saga und die ganzen Marvel Filme und Ice Age und Stirb langsam, um nur einige zu nennen. Vielleicht sagt ihr jetzt, diese dumme Massenproduktion, ich gucke lieber anspruchsvolle, wertvolle Filme und kann schon sein, aber auch Filme wie Gandhi kommen von Sony oder Schindlers Liste von Universal oder Casablanca von Warner. Also ich will damit nur sagen, es ist verdammt schwer bei Filmen um diese Big Six herumzukommen. Allein in Nordamerika werden von nur diesen 6 Filmstudios über 80% der Kinoeinnahmen generiert. Das heißt, die bekanntesten und erfolgreichsten Filme kommen in der Regel von diesen 6 Studios und natürlich hat auch Netflix viele davon in seinem Angebot. Das Problem ist nun, Netflix selbst ist mittlerweile so beliebt, dass die großen Filmstudios sich denken, Moment mal, warum machen wir nicht unser eigenes Netflix? Wir produzieren so viele Filme und Serien, wir könnten doch locker selbst ein ähnliches Angebot aufbauen. Universal Flix, Walt Disney Flix, was auch immer. Tja, und genau das passiert gerade. Mitte des Jahres hat Netflix zum ersten Mal Disney überholt und wurde als wertvollster Medienkonzern der Welt gehandelt. Das sieht man bei Disney offenbar nicht so gern. Wenige Monate später gab Disney bekannt, sich von Netflix zu trennen und in Zukunft einen eigenen Streamingdienst auf den Markt zu bringen. Das bedeutet, Disney-Inhalte werden schon bald nicht mehr auf Netflix zu sehen sein. Dazu gehören die Walt Disney Animation Studios Filme, die Filme von Pixar, die Marvel Studios Filme und Star Wars. Alles Eigentum von Disney und alles demnächst weg von Netflix. Außerdem kauft Disney aktuell Fox und wird damit auch die Rechte an diesen Inhalten besitzen und voraussichtlich ebenfalls von Netflix abziehen. Damit verliert Netflix auf einen Schlag viele seiner beliebtesten Inhalte, aber da fängt es erst an. Auch Warner plant eine eigene Streaming-Plattform. Und als ob das nicht genug wäre, Netflix-Konkurrent Amazon verhandelt zurzeit mit Sony und Paramount, um in Zukunft Inhalte exklusiv von ihnen für Amazon Prime zu bekommen. Bleibt noch Universal. Universal gehört dem Konzern Comcast. Comcast wiederum hat gerade Sky übernommen und Sky ist ein direkter Konkurrent zu Netflix. Man kann also erwarten, dass Comcast nicht gerade ein Interesse daran hat, den Konkurrenten Netflix mit den eigenen Universal-Inhalten zu versorgen. Um das alles mal zusammenzufassen, die Zukunft der wichtigen Big Six bei Netflix könnte bald schon so aussehen. Walt Disney wird seine Inhalte von Netflix abziehen, so viel steht fest. Durch die Übernahme von Fox werden sehr wahrscheinlich auch die Fox-Inhalte entfernt. Warner wird eine eigene Plattform starten. Paramount und Sony könnten zum Konkurrenten Amazon wechseln. Und bei Universal gibt es zwar noch nichts Handfestes, aber durch die größere Nähe zu Sky könnten wahrscheinlich auch hier Inhalte verschwinden. Wie attraktiv eine Filmplattform am Ende sein kann, wenn dort viele der erfolgreichsten und beliebtesten Filme überhaupt nicht zu sehen sind, das wird sich zeigen, aber vielleicht denkt ihr auch, ey, ich bin eher so der Netflix Originals Typ, so das sind meine Inhalte, das zieht mich zur Plattform, aber auch da muss man unterscheiden. Vieles, was Netflix als Original vermarktet, sind Inhalte, die von anderen Studios produziert werden. The Crown zum Beispiel ist eigentlich von Sony oder Tote Mädchen lügen nicht ist von Paramount. Da sind wir wieder bei den Big Six. Damit ist Netflix auch bei den eigenen Produktionen teilweise immer noch stark auf die alten Studios angewiesen. Und um das zu verändern, hat Netflix diesen Monat seine ersten eigenen Produktionsstudios gekauft. Das Unternehmen muss mehr eigene Filme und Serien produzieren, um zu überleben. Das ist nur schweineteuer, deshalb gibt es immer mehr neue Schulden. Netflix hat mittlerweile über 10 Milliarden Dollar Schulden. Mehr Schulden machen, damit man mehr Serien produzieren kann, damit man damit mehr Kunden andocken kann. Also noch funktioniert das Modell, aber die Frage ist, wie lange noch? Also wenn in Zukunft viele der beliebtesten Inhalte von der Plattform verschwinden,
wenn gleichzeitig der Schuldenberg immer weiter wächst, weil man mehr produzieren muss, um das auszugleichen. Und wenn dann auch noch attraktive Angebote von der Konkurrenz neu dazukommen, zum Beispiel von Disney oder Warner, wie lange wird Netflix dann noch so weiter wachsen können wie bisher? Also nur mal so als Beispiel. Ein Geschäftsjahr wird in 4 Quartale eingeteilt und jedes Quartal erwarten die Investoren an der Börse bestimmte Ziele von Unternehmen, auch von Netflix. Im 2. Quartal 2018 wurden rund 6 Millionen neue Abonnenten von Netflix erwartet. Tatsächlich waren es aber nur 5 Millionen. Der Wert von Netflix brach daraufhin um 14% ein. Und das, obwohl sie immer noch gewachsen sind. Was meint ihr, wie das aussieht, wenn Netflix irgendwann Abonnenten verliert? Noch ist Netflix der König der Online-Videos und vielleicht bleibt Netflix das auch. Ich meine, auch Google hat es ja zum Beispiel geschafft, wirklich über Jahre und mittlerweile Jahrzehnte, kann man sagen, König der Suchmaschinen zu bleiben. Aber der Unterschied ist, Google sucht Inhalte und findet Inhalte. Aber Netflix muss Inhalte bieten und produzieren. Und sobald es da Probleme gibt, und die kann man jetzt schon sehen, die sind auf dem Weg, dann kann es wirklich selbst einen Riesen wie Netflix ordentlich ins Wanken bringen.